lustig. Total, hahaha. Hörst du doch, ich lache, Sven. Pff, Spassi. So ein Wichser, der Typ, ne? Der checkt's einfach nicht. Sven ist doof, Alter. Doof wie Kacke. Verstehe ich nicht. Ja, weiß ich. Gestorben, liegen mich ein Haufen Zeugs. Was habe ich jetzt eingesammelt? Oh, das geht so nicht, glaube ich. Und sogar zwei Hunde. Habe ich einen Knochen? Nein, leider nicht. Kann ich dir ein Fleisch geben? Knochen. Oh, ich habe mir Fleisch gegeben. Oh, jetzt liebt er mich. Was für ein netter Hund. Folgt er mir jetzt? Nein, der liebt mich bloß. Ja, das ist ein kleines Problemchen hier. Ich muss schon vorher runtergehen. Das ist ja kacke gebaut hier. Du baust den Weg verdammt hässlich, Erik. Deine Mutter ist auch hässlich, Sven. Ja, und? Stört mich. Stört mich das jetzt? Nein. So. Oh, Junge. Ich dachte schon. Julian auf den letzten Metern. Schafft er es noch nach Hause? Erstmal von sich selber in der dritten Person reden. Wird er es jemals schaffen? Jetzt stirbt er. Zwei Blöcke davor. Nein, er hat es nicht geschafft. Wenn ich ankomme, muss er so eine dramatische Musik drunter setzen. Basteln dir schnell eine Ziellinie. Sven, hast du noch? Erik so ein Arsch und setzt traurige drunter. Also angehüpft. Leute, da bin ich. Titanic. Titanic, ja. Sven, hast du noch Half Slaps? Sven? Soll ich dir da jetzt drauf antworten oder was? Naja, es war eigentlich eine Frage, die eine Konversation anregen sollte, also ja. Und ich sehe, du hast welche. Ach, du machst jetzt Selbstbedienung oder was? Hast du bei meinen Neverwarzen auch gemacht, Junge. Doppelmoral. Hab ich nicht. Doppelmoral. Doppelmoral. Ja, Doppelmoral, Sven. Du verstehst doch gar nichts von Moral. Was, du willst was von meiner Brücke verändern? Nee. Keine Angst. Nee. Ist schon geschehen. Kannst nichts mehr gegen machen. Was ist denn das hier ein beschissenes Gebiet? Hier regnet es ja nur. Ja, das ist jetzt normal. Nee. Lass mal, hör mal auf, muss so sein. Ganz ehrlich, der Regen fuckt schon. Sven! Bitte, das muss so sein. Nein. Bau deinen Weg anders, das Muster ist eh hässlich. Hör doch auf, Mann, Alter, das ist doch nur kurz provisorisches Muster, du Arsch, Alter. Kann ich ganz stark machen, Mann. Boah, Alter, Sven! Jetzt gib es doch! Ja. Nein! Alter! Gut! Ich halte mich hier fest! Boah, ich glaube... Oh, Mann! Gehst du für 5 Diamanten da weg? Das hat aufgehört zu regnen. Yeah. Ja, für 5 Diamanten gehe ich da weg. Ja, kriegst du aber nicht. Hab's mir gerade nochmal überlegt. Weggegangen, hätte aber trotzdem die Slabs abgebaut. Ich hab immer noch Slabs, also irgendwann gehst du da eh weg, weil es eh zu doof wird. Ja, und da baust du sie irgendwann wieder ab. Bezweifle ich. Meinst du? Weil du denkst, ja komm, der Klüger gibt noch. Was ist das für ein hässliches Muster? Guck's dir doch mal an! Was willst du von mir, Alter? Das ist hässlich! Schön für dich. Willst du jetzt einen Preis oder soll ich dir irgendwas geben oder was soll ich jetzt machen? Du kannst dir selber ins Gesicht schlagen. Nee, das ist leider nicht drin. Lieber selbst ins Gesicht. So. Hier oben noch ein bisschen. Willkommen bei Betreuungsreis. Schon so ein komischer Vogel, du kannst auch einfach Erde hinsetzen. Hä? Was meinst du? Was meinst du jetzt? Warte, ich testen. Was meinst du mit Erde hinsetzen? Ja, aber das sieht kacke aus, deswegen, ich wollte das mit dem Holz einfach nur ergänzen, damit es zur Brücke passt. Mit dem Holz sieht das noch behinderter aus. Nein, Alter, das sieht in meinen Augen sieht das geil aus. Mit dem Holz sieht das hässlich aus. Nee, in meinen Augen halt nicht, das ist mein Weg, den ich hier mache, ja, also bitte. Ja, aber... Der verbindet sich mit meiner Brücke. Ja, also. Und außerdem ist mein Weg länger als deine Brücke, ja? Also bitte. Mir doch egal.
Ja, also Pech, weg jetzt. Wenn es mit meiner Brücke zu tun hat, darf ich mitentscheiden. Ja, und? Ja, da sind wir uns uneinig. Was machen wir bei einer Uneinigkeit? Euch gegenseitig ausziehen. Dann bleibt das einfach so. Nein, das geht ja auch nicht. Wir müssen irgendwas machen. Warte, stopp. Bis die Front sich geeinigt haben. Ich überlege, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck über den TS. Nein. Warum machst du dann nicht einfach die Erde hin? Das sieht für mich ziemlich kacke aus. Da kann ich auch genauso gut. Dann mache ich eben da, dann kann ich auch so genauso gut das hier hinmachen mit dem Gravel und so. Ja, mach doch. Ich dachte, das sieht scheiße aus, das Muster. Aber Erde sieht geil aus, ne, oder was? Ja, besser als da irgendwie noch der Holzstufen dran. Genau, Alter, das macht ja überhaupt mal gar keinen Sinn hier. Naja. Von mir aus kann ich das auch so machen, ey, das ist mir scheißegal, Alter. Oh, ich bin runtergefallen schon wieder. Meine Fresse. Der hat ja einen dauernd runter. So, hier. Schön. Zufrieden? Ja. Toll. Bin ich auch. Wir kämpfen. Shield. Nein. Mein Tentoxer. Jan, du hast einen Pfeil im Kopf. Ja, das war von von Bones. Noch ein Jäger. Hat sich denn hier bitte schon verändert? Was hat der denn geändert? Aua! Die Brücke hast du so Holzplatten genommen, Sven? Ja. Wie war das nochmal? Minus 200? Also so Holzstämme und dann... Ja, minus 244 und 542. Okay. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich hab mich fast zugeschlagen. Boah, Jan hat einen nervösen Finger, Junge. Triggerfinger on the roll, ja. Jawohl, Junge. So. Das heißt, du hast die erst zu... Huch, hey, wo geht's? Hey, lass mal. Ach, das sind zwei verschiedene. Die Wolle, hoch. Da. Holzdruckplatte. War das? Nein. Vier Felder sind. Oh nein, vier Felder ist es nicht. Ein Tin, ein Fisch. Du hast dafür schon eine Workbench, Jan. Holzfalt hier. Ich hab den Tin. Einfach unten drei, ganz unten drei Stück. Schlagen. Da wird's mehr, da wird's weniger. Battle, du scheiß Creeper. Oh ne, Zombie. Das Ganze. Ah, hab's. Holzstufen. Wie lange hast du ungefähr gebraucht? Keine Ahnung. Oh, ich lasse das jetzt. Ich lasse das jetzt so, das sieht gut aus, finde ich. So. Was machen wir jetzt? Erstmal im Haus weiterbauen. Ah ne, erstmal Farm machen. Oh. Ah. Berge. Mm-hmm.
Du Hure bist das, die mich da abschießt. Fick dich, fick dich. Fick dich einfach. Fick dich, fick dich, fick dich. Schlampe. Ja, ich meinte dich, Erik. Hey. Ja. Das normale Schwarzeichenholz hast du als Stamm genommen, ne? Ja. Du Dreckskuh! Ah! Texas Massacre, ohne Scheiß. Warum gibt's ja keine Chainsaws? Keine Ahnung, weil das ein normales Spiel für normale Leute sind und nicht für Psycho so wie die. Sorry, also ich kann auch nichts für meine Natur ausrichten. Du kannst nichts für deine Natur ausrichten? Ja, nee, gut. Tut mir leid. Alles klar. Wollte ich nur mal klarstellen. Ja. Ich find's auch blöd, dass ich nicht für meine Natur ausrichten kann. Ah, gut. Kann ich auch nicht machen. Ich kenne das Problem. Hey, ein Blumenfeld. Oh, fuck nicht ab, du scheiß Skelett, Mann. Ich hab keine Zeit für dich. Ja, sorry. Nicht du! Ja, ich weiß, dass du... Oh Gott! Na, warte mal. Oh nein! Verfickte Scheiße, du. Den Boden hast du in den... Ich hab gar nicht drauf geachtet. Hast du in den bestimmten Abstand immer gemacht? Du scheiß... Die Säulen? Diagonal drei Blöcke. Scheiß Fotze. So. Hier sind so viele Blumen und ein Hurensohn. Hier sind so viele Blumen und ein Hurensohn. Hallo! Oh, was ein netter Junge. So. Leute, ich sehe wieder den Horizont. Ja. Erik, wie lange noch? Was meinst du? Zeit. Eineinhalb Stunden noch quasi. Willst du schon aufhören? Dann hab ich ja noch genug Zeit, um nach Hause zu kommen. So, oder? Wo ist die Hälfte? Mitte hier? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh Gott, ich hab da gar keine Hungerpunkte mehr. 5, 6, 7, 8, 9. Oh verdammt, ich hab 15, 9, warte mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier ist die Mitte. Perfekt. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich hab's geschafft. Leck mich am Arsch. Wo bist du? Du bist hier unten, ne? Irgendwo. Ja, guck mal hier. Ich sehe sogar die scheiß Brücke. Sieht ziemlich hässlich aus, muss man so sagen. Hm. Los, ey, hau die Musik rein, ehrlich scheiße. So ein Indiana Jones. Ach, das war beiden jeweils dran. Leute, das war so ein langer Marsch. Warum machst du keinen Weg zu mir nach Hause? Ich bin voll abgeschieden. Unterwasserquelle. Endlich zu Hause, Leute. Ich glaub's nicht. Überschließen. Wir sind stolz auf dich, Julian. Ich geh erstmal pennen. Nach so einer langen Reise ist es normal. Da kann ich's verstehen. Verdammt, ich kann nicht schlafen. Warum nicht? Ah! Es ist doch gerade morgen geworden. Aua. Aua, aua. So. Erstmal die Kohle reinhauen und meine ganzen Beefsteaks grillen, Alter. Warte, ich muss überlegen kurz. Na doch, das geht. Was ist ein Inksack? Du hast einen Tintenfisch getötet, oder? Oh ja, ja. Ja dann. Auf meiner Reise habe ich schon ziemlich viele Dinge getötet. 1 Million Kühe, 1 Million Schafe, ein Skelett, ein Hurensohn. Hast aber keine Schlauheit mitgebracht, ne? Das ist blöd. Boah, ich hab drauf. Nee, sorry, die ist gestorben. Tja. Da kann man nichts machen, Mann. Erik,